Guten Morgen und willkommen zum nächsten Teil vom Westweg. Wir sind jetzt aufgestanden und packen gerade unsere Sachen zusammen. Ich werde gleich noch was frühstücken und unten nochmal an der Quelle meine Sachen abwaschen. Und dann, ja, wie fast jeden Tag geht das dann schon direkt weiter. Heute ist es ein bisschen windiger und auch bewölkter und wir sind schon am ersten größeren Anstieg wieder. Aber hier gibt es erstmal wieder ein paar Brombeeren. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt nachher die Sonne noch wieder ein bisschen raus. Aber jetzt ist wirklich gerade... Ja, da sieht das halt gut aus. Der Rest ist halt alles noch relativ grau. Und Wind halt. Auch nicht ganz so warm, aber das ist auch gut. Weil die letzten beiden Tage war 36, also 33 und gestern 36 Grad. Und die war nichts. Das zieht einen ganz schön runter, wenn das so mega warm ist. So. Naja, das ist echt schön. Es gibt überall Brombeeren, es gibt Himbeeren, es gibt Erdbeeren. Da müssen wir übrigens hoch gerade. Wir sind oben auf dem Gipfel angekommen. Ging auch von unserer Hütte jetzt eigentlich nur bergauf wieder. Ja, und hier ist so eine Ruine. Scheint auch noch irgendwie was in der Mitte zu sein. Ich gehe da mal rum, da kann man nämlich reingehen. Hier geht unser Weg gleich weiter. Aber ich schaue da mal rein. Sieht aus, als ob da irgendwie ein Brunnen in der Mitte ist oder so. Irgendein Loch. Diesen Graben hier drum ist schon interessant, wie so ein kleiner Burggraben. Ganz neue Bänke gibt es hier. Und hier? Ja, nee. Einfach nur ein Loch. Ja. Da setze ich mir jetzt mal eben hin und trinke mal eben was. Und dann laufen wir weiter, denke ich. Haben wir hier eine Art Mini-Lost Place gefunden. Weiß nicht. Man sieht natürlich nichts, aber anscheinend waren die Ägypter hier. Ist nur ein Raum. Da steht ein uraltes Kassettenradio und an der Ecke, da kann man leider auch nicht erkennen. Jetzt, ich habe gerade keine Lampe zur Hand. Ist eine kleine Feuerstelle mit Schornstein. Gut. Irgendeine alte Ruine hier. Ach, mit Dornen und Brennnesseln. Wie bitte? Ja, stimmt. Zusammengefallen. Da ist auch noch ein Eingang irgendwo hin. Ja. Naja.
Ja, wahrscheinlich stand hier mal ein Haus und das ist der Keller davon. Der gesamten Tour habe ich erst ein Reh gesehen und das war noch ein ganz kleines Junges. Mehr nicht. An Rehe jetzt. So, wo geht's denn weiter? Natürlich bergauf, ist ja der Westweg. Achso, und ich habe, ich glaube, 3 Kaninchen habe ich gesehen gestern Abend in der Hütte. Genau, das habe ich noch gar nicht gesagt. Oben unterm Dach. Da wohnt irgendwie ein Marder oder ein Frettchen, Wiesel, irgendwie sowas. Das haben wir nur ganz kurz gesehen. Und dann hatten wir kurz bevor wir schlafen gehen, noch eine Riesenhornisse mit in der Mitte. Ja, was habe ich sonst noch so an Tieren gesehen? Eidechsen habe ich gesehen. Haufenweise Insekten. Und Maulwürfe. 3 Stück tote Maulwürfe mitten auf dem Weg. Auch sehr komisch irgendwie, finde ich. Ja. Und das war's so ziemlich. Irgendwie habe ich hier nicht so viele Tiere gesehen bis jetzt. Gerade in dem Gasthaus, wie ihr gesehen habt, heiße Schokolade und ein paar Pommes essen. Einmal auf Klo gehen und ein bisschen Wasser auffüllen. Ja, jetzt sind wir schon wieder im Wald. Es geht auch gerade bergab. Eben wieder ein Stück bergauf gelaufen, aber jetzt sieht das gerade so aus, als ob es ein bisschen länger bergab geht. Oder auch nicht. Das sehen wir gleich, aber ja, ganz schönes Gasthaus gewesen, aber ziemlich windig war es da und ja, heute ist ja nicht so viel mit Sonne und durch das Gewitter letzte Nacht und
den Regen hat das auch ein bisschen abgekühlt. Das ist soweit schon ganz gut, aber als wir da saßen, war es sogar fast ein bisschen kalt mit dem Wind. Wir haben gerade ein Schild gesehen, zum Brent laufen wir jetzt. Bis dorthin sind das noch 15 Kilometer laut dem Schild, aber die Schilder stimmen auch nicht immer so hundertprozentig. Also sagen wir mal eher circa 15 Kilometer. Ja, da soll es zwei Schutzhütten geben. Und da versuchen wir eines von zu bekommen. Der Kollege, mit dem wir vorgestern und gestern noch gelaufen sind, eher vorgestern, der schon über 3000 Kilometer hinter sich jetzt hat in einer Tour, der läuft ja vor und der hat gesagt, die ersten beiden Schutzhütten, da wären wohl ganz viele Jugendliche oder so am Feiern gewesen. Heute ist Samstag, ich hoffe, das ist heute nicht auch so, dass wir da eine Schutzhütte bekommen. Der hat dann woanders geschlafen, zum Glück gehen wir dahin, dann lasse ich mir das nochmal schicken, wo das war. Und dann gehen wir auch dorthin. Ja, der müsste jetzt schon am Titisee ankommen. So ungefähr jetzt oder, naja, so in einer Stunde vielleicht. Hat dort eine Unterkunft gemietet, die hat er mir auch schon geschickt, weil ich komme da morgen auch an. So, aber ich habe eigentlich mehr Lust, auf den Campingplatz zu gehen. Das überlege ich mir noch. Ja. Erstmal müssen wir jetzt auf den Brent ankommen und hoffen, dass die Schutzhütte da auch frei ist. Lustig. Irgendwie lustig. Ja, ist gut, ne? Ja. Ja, hier ist so ein Schränkchen. Da gibt's Getränke. Hier vorne steht die Kasse. Kann man sich einfach rausnehmen. Hier vorne stehen die Preise drauf. Dann nimmt man sich, was man haben möchte. Und wirft das Geld dann einfach hier rein. Hier unten fließt noch Wasser durch. Da kann man sich auch noch mal Wasser auffüllen, wenn man möchte, hier vorne. So, und ich habe auch schon gesehen, dass hier unten dann halt auch Getränke drin stehen zur Kühlung so ein bisschen. Ja. Er sucht schon Geld raus, er hat ja Durst. Hallo Schweinchen. Ich passe hier nicht durch. So, wo sind wir jetzt? Im Klo, so wie es aussieht. So, wieder eine Etappe zu Ende hier. Gehe ich mal wieder durchs Tor. Schon nach Wilhelmshöhe. Dann geht es da gleich weiter. Mal wieder hier im Fußboden gucken. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die 7. geschafft. Jetzt kommt die 8. Und die trennt sich ja hier vorne. Hier ist der Titisee. Und dann kommt die Westvariante, das ist diese hier. Die werde ich dann weiterlaufen. Das ist so mein Plan auf jeden Fall. Wenn ich mich nicht am Titisee entscheide, schon abzubrechen. So, aber das ist, wie gesagt, hier ist mein absolutes erstes Ziel, richtig, ab hier die See. Und von dort aus schaue ich dann weiter. Weil ich würde gerne die Westvariante laufen und dann irgendwann nochmal wiederkommen und die Ostvariante laufen. Dann fahre ich nämlich direkt zum Titisee und laufe dann von dort aus los. Kann ich auch nochmal zeigen hier für die nächste Etappe. Da sind ja immer so Bilder, wo wir vorbeikommen. Dann hier Blindensee, die Donauquelle zum Beispiel. Und so weiter. Hier wollen wir übrigens bei Brent. Da wollen wir übernachten heute. Ja, und dann der Titisee. Da wird dann erstmal das Ziel sein. Und hier ist die Etappe, die Höhenmeter. Wir sind jetzt hier auf 800 Metern. Und auch hier lang. Und dann kommt die Westvariante. Und das geht dann da oben hoch. Bis zum Feldberg. So.
Und der Feldberg ist, wenn man das dann hier mal so rüberzieht, da. Ja, genau. Aber jetzt geht's erstmal da lang. Ganze Zeit lang nicht gefilmt, das war eben nicht so wirklich Interessantes mehr. Wir sind viel durch so eine kleinen geteerten Straßen gelaufen. Wir sind jetzt wieder im Wald hier. Es ist relativ dunkel. Ja, hier gibt es ein paar Steine. Die kann ich mal filmen. Sieht ganz cool aus. So. So. Wenn man denn noch was sieht davon. Riesen Steine. Einfach ein Haufen Steine. Ja. Sieht schon cool aus, wie die alle aufeinander liegen. 2,5 Kilometer noch ungefähr, dann sind wir auf dem Brent. Und kurz danach ist dann auch, sollte dann eigentlich auch schon ein Platz sein, wo wir übernachten können. Also nicht mehr allzu weit. Von hier kann man die auch noch mal gut sehen. Wir müssen da runter, oder? Da unten ist auch ein Schild, oder? Ja, da runter wahrscheinlich. Wir müssen da runter. Okay, fast verlaufen jetzt auch noch. Vogel. Jetzt wird es wieder steil. Ui. Das Schild habe ich nur eben durch Zufall von oben gesehen. Sonst wären wir da hinten irgendwo weitergelaufen. Gut, so. Ja, dann melde ich mich gleich, wo oben auf dem Brenn sind. Jetzt ganz im Dunkeln hier. Man sieht mich überhaupt nicht mehr. Hallo? Nee, okay. Aber ihr hört mich noch. Ja, Schlafplatz ist aufgebaut. Ich esse jetzt noch eine Kleinigkeit und dann gehe ich schlafen. Bis morgen früh. Guten Morgen. So, an dieser Hütte hier haben wir geschlafen. Jetzt kann man es auch sehen. Gestern Abend war es schon ziemlich dunkel. Ja, er macht sich da hinten schon fertig. Wir laufen jetzt los. Er fährt auch nach Hause heute. Begleitet mich nur noch ein kleines Stück. Und läuft dann nach Furtwangen. Und von Furtwangen fährt er nach Hause. Ja, und ich laufe nach Neustadt am Titisee. So, zusammengepackt haben wir alles. Ich trinke noch einen Schluck. Und dann laufen wir los. Sein Zelt hat ihm gleich jetzt komplett aufgegeben wohl. Das wird er gleich noch irgendwo bei einer Mülltonne entsorgen. Und, ja, ein bisschen müde bin ich noch. Ah, ja. Sieht ja gut aus. So, jetzt bin ich wieder alleine unterwegs. Der Kollege, der fährt heute nach Hause. Der läuft jetzt nach Furtwangen runter und nimmt dort den Bus. Ja, und ich bin jetzt auf dem Weg zum Titisee. Heute auch relativ früh losgekommen. Ist jetzt 7.20 Uhr. Ersten Kilometer schon geschafft und ja, mal schauen, wann ich da ankomme. Ich muss auf jeden Fall irgendwo Akkus laden,
die Sonne scheint, aber es ist echt kalt gewesen. Heute die erste Nacht, die wirklich mal kalt war. Naja, jetzt auch nicht kalt. Wir hatten 13 Grad, glaube ich, minimal. Oder 12,5, irgendwie sowas. Und jetzt haben wir auch 13, so. Aber die Sonne kommt raus. Der Himmel ist auch schon wieder blau. Eben konnte man ins Tal schauen, da hinten auch. Sieht halt noch diesig aus. Und ja, wenn die Sonne macht, das glaube ich gleich. Ja. Und ich bin auch wieder weg von diesen komischen Teerstraßen jetzt, so wie es aussieht. Jetzt kommt gleich wieder eine Schotterstraße. Das war nämlich gestern relativ viel nur noch Teerstraßen zum Schluss. Also komplett uninteressant und so ein bisschen Touristengebiete und so. Da habe ich auch wenig gefilmt. Aber heute komme ich dafür am Titisee an. Und da werde ich mir nachher dann erstmal einen Campingplatz buchen. Immer so gegen 10. Wenn die Sonne schön scheint und einen schönen Platz hat, da werde ich eine Pause machen. Und mal eine halbe Stunde eben das Solarpanel in die Sonne stellen. Weil Kameraakkus habe ich auch nicht mehr viel. Handyakku geht noch. Powerbank ist auch noch ein bisschen drin. Da komme ich ganz gut da unten an. Und unten am Campingplatz kann ich dann die auf jeden Fall auch wieder laden. Ja. So, ich bin jetzt an der Bank hier angekommen. Mal schauen, wie Kilometer ich schon gemacht habe jetzt heute. Wir sind bei Kilometer 9,41. 9:40 Uhr. 9:41 und 9:40 Uhr. Es wird auf jeden Fall warm jetzt langsam. Jetzt müssen wir meine Jacke ausziehen. Und ich wollte eigentlich zur kalten Herberge und da ein bisschen was trinken und vielleicht ein bisschen Akku laden und so weiter. Aber das ist schon in 1,8 Kilometer. Das ist mir eigentlich noch zu früh. Jemanden zum Schild, ich glaube. Genau, 1,8 Kilometer. Kalte Herberge. Ich denke, ich gehe zum Hochberg. Da gibt es auch noch eine Gaststätte. Und ja, werde da irgendwie mal ein bisschen was trinken, eventuell was essen, falls wir da irgendwie was Kleines haben. So eine Art oder sowas. Weil ich habe echt Zeit. 16 Kilometer sind es bis nach Neustadt. Und ja, da will ich ja heute hin nach Neustadt. Das ist ja mein Ziel. Ja, deswegen gucke ich jetzt mal. Ich werde hier das Solarpanel nochmal aufstellen eben. Und ja, eben ein bisschen Akku laden, ein bisschen sitzen, ein bisschen was trinken. Bei ihm so eine halbe Stunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Vielleicht nochmal ein Riegel essen, frühstücksmäßig so. Ich habe bisher erst einen Apfel gegessen, mehr noch nicht. Ja. Dann laufe ich weiter, aber wie gesagt, erstmal bleibe ich hier. Hier ist leider so eine Landstraße, aber die Sonne scheint gut. Und ich kann meinen Akku hier ein bisschen laden, weil heute Abend brauche ich auf jeden Fall Handy. Und ich kann mal gucken, wenn hier Empfang ist, dann kann ich schon mal nach einem Campingplatz gucken. Ja, sieht gut aus. Ja, gut. So, ich bin wieder unterwegs. Habe auch eben gerade noch eine Quelle gefunden, da habe ich nochmal Wasser aufgefüllt. Und ja, da war auch eine Bank, da habe ich kurz beim Campingplatz angerufen. Und habe mir da einen Platz gebucht für heute Abend. 2 Nächte. Ja. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, wann ich da ankomme. Heute ist Sonntag, einkaufen kann ich sowieso nichts. Das heißt, ich werde direkt zum Campingplatz durchlaufen wahrscheinlich. Nur eventuell vorher nochmal irgendwo was essen. An dieser Gasthaus da, kalte Herberge, bin ich vorbeigelaufen. Die war mir halt etwas zu dicht. Und die andere, die auf der auf dem Schild stand, ist glaube ich der Mittelweg gewesen. Da habe ich gar nicht genau darauf geachtet.
Aber ich habe mal bei Google geguckt. Ich komme noch an einigen anderen vorbei, um dann noch mal eben kurz eine kleine Pause zu machen. Naja, ist jetzt 11:15. Ich saß da ungefähr. Also ich bin jetzt schon wieder ein Stück weitergelaufen. Ich bin nicht gerade weitergelaufen. Ich saß da, weiß ich nicht, 20 Minuten ungefähr. Und ja, leider ist da unten so eine Art Autobahn fast, würde ich sagen. Also eine Landstraße. Und der Weg führt die ganze Zeit so ein bisschen in der Nähe von dieser Landstraße oder von einer irgendeiner Landstraße. Hat man immer so ein bisschen den Lärm von den Autos und Motorrädern, das ist ein bisschen schade. Also dieses Stück vom Westweg ist nicht ganz so schön. Seit gestern schon nicht. Ja. Aber vielleicht ändert sich das gleich noch. Ja. Sowas passiert auch hier jetzt gerade auf dem Westweg. Man läuft zwar auf so einem Schotterweg, hier so einen kleinen Single Trail, aber genau an dieser Landstraße. Ich laufe hier jetzt schon, glaube ich, ein paar Minuten. Ja. Vorne geht es, glaube ich, wieder weg vom Weg, aber schon machen wir die Autos. Ich habe gerade so ein Stück gesucht, wo nicht so viele Autos fahren, dass ich kurz filmen kann. Na gut, das waren zwei, das geht noch. Ja, das ist halt überhaupt nicht schön. Da war es bis vorgestern viel, viel angenehmer. Da war so gut wie keine Straße und auch kein Autolärm zu hören. Ja. Aber da vorne geht es, glaube ich, wieder links im Wald rein. Ja, da war gerade ein Schild. 9 Kilometer noch bis zum Titisee. Geht auch endlich mal wieder richtig durch den Wald. Also bis eben noch war wirklich nur immer irgendwelche Hauptstraßen oder Nebenstraßen und hoffenweise Verkehr. Verkehr ist trotzdem noch. Hier sind ziemlich viele Tagestour-Wanderer unterwegs und Mountainbike-Fahrer. Aber ja, halt dicht am Titisee dran. Da kommen die wahrscheinlich alle her. Oder von Tuna, wo ich eben noch eine ganz kurze Pause gemacht habe, was getrunken habe. War jetzt im Gasthaus da. Da sind auch mehrere Pensionen und Ferienwohnungen und solche Geschichten. Aber so ist schon angenehmer auf jeden Fall. Ein bisschen weiter weg von der Straße so. Fernab der Straße. Naja. Lange hält das wahrscheinlich nicht an. So, aber jetzt erstmal ein Stück. Und es sollte auch gar nicht mehr allzu lange dauern, dass ich dann schon Neustadt bzw. den Titisee sehen kann, glaube ich. Ich bin oben auf einem Bergkamm fast, würde ich sagen. Ich glaube, da kommt noch ein Anstieg. Und dann kann man mit Glück schon was sehen. Ja, zeige ich euch gleich, wenn ich das sehe, wenn es soweit ist. Leider konnte man den See bisher noch gar nicht sehen,
Dieses Waldstück, das ist im Weg. Also irgendwo hier so fängt der See an. Geht da hinten dann hinter dem Waldstück lang. So, und ich muss hier jetzt erstmal runter und dann irgendwie so hinten da an den See ran halt. Wird man gleich bestimmt noch sehen. So. Da könnt ihr ein kleines bisschen vom See sehen. Ich komme gerade von dort. Muss jetzt über diesen Berg hier rüber. Ja, um zum Campingplatz zu kommen. Ja, morgen filme ich mehr. Also da unten ist halt mega viel los. Morgen filme ich ein bisschen mehr vom See und so weiter. Ich bleibe ja morgen den ganzen Tag hier. Und dann kriegt ihr auch was davon zu sehen. So, ich bin auf dem Campingplatz. Ein Zelt ist aufgebaut. Handy lädt. Solarpanel lädt. Ist aufgebaut. Und lädt hier nochmal einen Akku vom für die Kamera. Für morgen. Ja. Ich gehe jetzt gleich erstmal duschen. Und dann ist es auch bald 20 Uhr. Dann kommt der Livestream. Da will ich dann auch was kochen bei. Und mal schauen. Gucken wir einfach mal, wie der so läuft. Planänderung. Ich bin schon wieder am Zelt. Ja, Solarpanel immer noch hier. Auf der Seite. Nichts. Da unten scheint wohl irgendwie gerade Massenduschen an zu... ja, was wollte ich gerade sagen? Da unten scheint wohl irgendwie Massenduschen zu sein irgendwie. Die stehen da an, richtig Schlange. Deswegen warte ich noch ein bisschen und gehe nach dem Livestream duschen. Da erstmal Prost. Da unten gibt es wenigstens einen Automat, wo ein bisschen Bier drin ist. Und andere Getränke und ein bisschen Schokolade. Und 50 Cent Stücke gibt es da. Die brauchen wir nämlich zum Duschen. 50 Cent irgendwie für 8 Minuten irgendwie so. Ja, naja. Ich bleibe hier noch ein bisschen sitzen. Jetzt habe ich noch Zeit. Knappe Stunde. Solange kann mein Handy-Akku noch ein bisschen laden. Und ja. Dann gehe ich hier runter zu einer Bank. Da vorne ist so eine Bank und ein Tisch und so. Da werde ich einen Livestream machen. Und da bei mir erstmal was zu essen machen und danach gehe ich dann duschen. Also der Tisch, wo ich eigentlich hin wollte gleich, der ist besetzt jetzt. Ich gehe jetzt nochmal eben runter, mein Geschirr abwaschen. Und mal schauen, ob da unten noch irgendwo ein schöner Platz ist. Hier oben ist uns auch noch eine Bank. Die sieht eigentlich noch leer aus. Ah, da ist keiner. Sonst gehe ich da hin. Ich lag hier eben die ganze Zeit nur rum, hab zugeguckt, wie hier irgendwelche Holländer ein komisches Spiel mit irgendwelchen Bällen spielen. Ich habe das nie verstanden. Liegt vielleicht daran, dass ich kein Holländisch kann.